Hallo bei eGroupware. Mit eGroupware organisieren Sie alle Ihre Aufgaben wie Terminplanung, E-Mail- und Adressverwaltung oder Dateimanagement effizient und flexibel und das alles mit nur einer Software. Sie möchten wissen, welche der vielen Funktionen für Sie besonders interessant sind oder wie Sie am besten mit eGroupware starten? Für einen einfachen Einstieg in eGroupware haben wir deshalb einige grundlegende Funktionen unserer Software zusammengestellt. Wenn Sie sich angemeldet haben, sehen Sie bereits mehrere Funktionen in den Tabs am oberen Rand des Hauptfensters. Durch Anklicken können Sie weitere Anwendungen in diese Tabs legen. Funktionen, die Sie seltener verwenden, lassen Sie einfach in der linken Leiste. Möchten Sie Anwendungen aus den Tabs entfernen, schließen Sie diese. Über dem Hauptfenster und der Tab-Leiste sehen Sie das blau hinterlegte Top-Menü. Hier finden Sie alles, um persönliche Einstellungen zu ändern. Sie können über Zugriffsrechte zum Beispiel festlegen, wer Ihre Inhalte sehen darf. Das Top-Menü ist kontextsensitiv angelegt. Das bedeutet, dass die Einstellungen, die Sie gerade wählen, sich immer auf die Anwendung beziehen, die gerade geöffnet ist. Ist gerade Ihr Kalender geöffnet, legen Sie hier Ihre eigenen Einstellungen zum Kalender fest. Das blaue Top-Menü ermöglicht also immer ein Anpassen der Funktion, die Sie gerade verwenden. Sie sind nicht ganz sicher, was eine Einstellung bedeutet? Hinweise, was Sie an der jeweiligen Stelle bearbeiten, sehen Sie immer in der blauen Hilfsbox. Auch die Menüstruktur, links oben, ist kontextsensitiv und zeigt immer die relevanten Optionen oder Inhalte zur aktuell aktiven Anwendung. Wir erklären kurz die Menüstruktur. Die Favoriten, zu denen es gleich noch mehr Informationen gibt, finden Sie immer ganz oben, da Sie sie oft benutzen werden. Darunter liegt das Anwendungsmenü. In der Anwendung Kalender zum Beispiel alles Wichtige zum Verwalten von Terminen. In der Anwendung Mail dementsprechend alles zum Thema E-Mails. Möchten Sie die Anzeige der Anwendung aktualisieren, weil Sie zum Beispiel neue Mails erwarten, klicken Sie erneut auf den Button Mail. Dies ist auch in anderen Anwendungen möglich. Viele Funktionen von eGroupware können Sie flexibel an Ihre Gewohnheiten anpassen. Möchten Sie zum Beispiel die Spaltenbreite im Mail-Menü verändern, ziehen Sie die Spalten einfach selbst in die gewünschte Größe. Mit dem Button ganz rechts blenden Sie Spalten je nach Bedarf auch ein oder aus. Hier können Sie auch selbst festlegen, wie oft Ihre Ansicht aktualisiert wird. Außerdem können Sie zum Beispiel im Adressbuch an dieser Stelle die Suche nach Anfangsbuchstaben aktivieren, die dann in der Buchstabenleiste oberhalb der Adressen erscheint. Im zweiten Teil unseres Basic-Tutorials zeigen wir am Beispiel des Adressbuchs die Einrichtung von Favoriten. Favoriten sind sehr hilfreich, um alle Anwendungen an Ihre eigene Arbeitsweise anzupassen und eGroupware somit noch effizienter zu nutzen. Wie vorhin erwähnt, sehen Sie Ihre Favoriten immer links oben in der Menüleiste. Vorab noch ein paar Tipps zur Suche im Adressbuch. Sie suchen zum Beispiel nur Personen, die an einem bestimmten Ort wohnen, dann geben Sie diesen Ort im Suchfenster ein und klicken Sie auf die Lupe. Sie suchen alle Personen zu einem Thema, zum Beispiel zum Bereich Sport, geben Sie einfach im Suchfeld Sport ein. Wollen Sie die Auswahl weiter einschränken, beispielsweise gezielt nur Kunden herausfiltern, verkleinern Sie durch die Kategorie Kunde den Personenkreis. Um jetzt einen Favoriten anzulegen, wählen Sie links im Favoritenmenü Aktuelle Ansicht als Favorit. So speichern Sie genau diese Ansicht in der linken Leiste und können sie im Adressbuch jederzeit wieder aufrufen. Brauchen Sie einen Favoriten nicht mehr, löschen Sie ihn einfach im Favoritenmenü. Auch im Kalender gibt es Favoriten. Praktisch ist zum Beispiel eine Kalenderansicht für die Kollegen, mit denen ich mich häufig abstimmen muss. Dazu füge ich im Kalendermenü links die Kalender meiner Kollegen hinzu und speichere die Ansicht als Favorit. So habe ich jederzeit alle Termine auf einen Blick. Natürlich können Sie im Kalendermenü auch einstellen, ob Sie einen Tages-, Wochen- oder Monatsüberblick möchten und auch das wird im Favorit übernommen. Die Reihenfolge der Favoriten können Sie per Drag and Drop jederzeit verändern. Aktuell besonders wichtige Favoriten schiebe ich einfach ganz nach oben. Als letzten Punkt in diesem Grundlagen-Tutorial gehen wir kurz auf die CRM-Ansicht ein. CRM steht für Customer Relation Management. Ich möchte eine schnelle Ansicht, die mir alle wichtigen Informationen zu einem Kunden oder Partner auf einen Blick zeigt.
Dazu öffne ich über einen Rechtsklick auf den Kontakt das Kontextmenü und wähle die CRM-Ansicht, in diesem Fall Infolog, aus. Sofort werden links alle Adressdaten und im Hauptfenster alle wichtigen Einträge zu dieser Person angezeigt. Hier bietet eGroupware eine einfache und schnelle Übersicht zu jedem Kontakt. Hat unser Einsteiger-Tutorial Ihnen den Start mit eGroupware erleichtert? Holen Sie sich doch noch mehr Tipps und weitere Informationen rund um die Nutzung in unseren anderen Tutorials.